Nee, ich bin jetzt. Ich kann ab jetzt ja diesen Befehl, wo ich euch mute, aber ich glaube, ich mute mich damit immer automatisch mit. Kann das sein? Ja, wenn du. Ja, du kannst nicht mit uns reden, wenn du dich selbst mutest. Aber wir haben Winter doch noch gespeichert. Sehr schön. Zack. Achso, ja. Das hat er nicht gehört. Ich habe einen Befehl, mit dem ich nur mich mute und einen Befehl, mit dem ich, glaube ich, euch und mich mute, was irgendwie seltsam ist, weil das wollte ich so gar nicht, aber gut. Es geht aber nur das. Anders geht's nicht. Markierer? Habt ihr mich gerade gehört? Ja. Nee. Also ich habe dich, glaube ich, nicht gehört. Nicht wo du, also nur davor und danach. Okay, sehr gut. Dann lass jetzt mal Winterpflanzen pflanzen. Geht nicht. Geht nicht. Haben wir noch keine? Doch, wir haben Random Saat. Nimm die. Nee, nicht Random Saat. Wo ist denn das mit dem... Hast du jetzt den Code reingeschrieben? Heute um 21.18 Uhr. Guck hier. Ja. Bündel, Winterkristallfrucht, Schnee, Süßkartoffel und Krokus. Die kannst haben wir das du... Irgendwo? Du kannst die pflücken. Ach, du hast das Spiel doch schon mal gespielt. Es kann doch sein, dass wir die schon... Für Felix aggressiv. Okay. Nein. Kristallfrucht haben wir nämlich schon. Irgendwie ist was mit meinem Kürbis passiert. Stimmt, den habe ich auch nicht mehr. Der Kürbis. Pflanze. Toll. Es ist schleimig und unangenehm. So, dann mache ich mich jetzt mal auf die Suche nach Krokussen. Ich meine, habe ich doch hier reingetan. Meine Goldkürbis ist hier noch. Goldene Kürbis. Ich habe meinen verkauft. Hier, ich habe eine Kürbis-Laterne geholt gehabt oder so. Die ist hier auch noch drin bei mir. Echt? Cool. Ja. Weil, der mal, Hof ist fertig, gell? In das Ding hier, was ich gerade... Ah. Warten. Ja, jetzt nicht mehr. Was? Ja, guck mal da rein. Du hast gar nicht gesagt, dass dein Dings fertig ist. Ich habe noch nicht realisiert, dass mein Dings fertig ist, weil es war vorhin noch am Bauen. Achso, es ist nämlich fertig. Es ist heute erst der Tag, wo es fertig ist. Muss natürlich fertig es ist sein. Erst heute Tag der Tage. Mach dir mal hier das Tor zu, sonst frieren sich die Viecher dahin ab. Der sagt das Lumi. Wir brauchen auch die Heizung, oder? Die Heizung ist schon lange drin, seit Anfang an. Ja, jetzt kannst du bloß noch durch die Tür rein, ist ja logisch. Ja, ich weiß, ich wollte aber hier noch was mitnehmen. Naja, logisch. Nee, nicht das da. Das da und das da will ich haben. Das da kommt hier unten rein für Käseherstellung. Und wir gehen mal nach Milch gucken. Das so. Da und das da und das da und das da. Meine lieben Kühe. Was, Kühe? Kühe habe ich gesagt, aber frag mich nicht warum. Ich habe Kühe draus gemacht. Ich habe auch Kühe verstanden, aber ich habe es in meinem Kopf gemacht. Korrigiert. So brauchst du etwas. Ja, ich will ein besseres Haus. Haus verbessern. Nein. So materialistisch. Finde ich auch, ne? Ja, richtig ich. Schlimm. Sollten wir auch mal drüber nachdenken, ob wir sie doch dabei haben wollen oder nicht. Das ist mein Hof. Haben wir eigentlich schon eine Batterie? Haben wir eigentlich schon eine Batterie? Nein, aber wir haben die Dinger aufgestellt, aber da ist noch keine Batterie entstanden oder habe ich irgendwas falsch gemacht? Nee, alles okay, Benny. Eigentlich müssen die Dinger doch das automatisch machen, wenn da irgendwann mal Gewitter kommt. Und Gewitter kam, glaube ich, einfach noch nicht. Nee, kommt erst, glaube ich, am Frühling oder Sommer. So, ich kaufe jetzt noch Hühnchen. Alter, bin ich müde. Im Winter kann man keine Saat kaufen vom Markt, ne? Nein. Nee, aber ich bin gerade dabei, welche zu organisieren. Wir haben noch Zufallssaat, ne? Die müsste man sehen können. Die kannst du schon mal anbauen, aber richtige Saat und so. Brauchen wir irgendwas an Mineralien oder so? Hast du selber Mineralien verkauft? Oh, suchst du nach Tante Mani? Okay, wenn mir keine Antwort gibt, gehe ich einfach in die 100. Ich hab doch geantwortet! Was denn? Ja. Ja, wir können ja antworten. Ich habe halt genau vorher darauf geantwortet. Er hat tatsächlich geantwortet. Ja, na was denn? Och. Jetzt frage ich, was denn? Da rückt ihr erst nicht raus und erklärt, was ihr da vielleicht gesagt habt. Was war denn die Frage nochmal? Was für Mineralien sind euch wichtig? Du hast doch alle Mineralien verkauft und gesagt, wir brauchen die nicht. Nein, ich darauf geantwortet. Erze. Erze sind uns alle wichtig, die möchten wir bitte behalten und nicht verkaufen. Wir haben, guck doch mal in die Truhe, wenn man am Hof ist. Ärzte kann man nie genug haben. Ärzte? Ja, Ärzte kann man auch nicht genug haben, das ist vollkommen richtig. Ärzte! Meine Güte. Ja, ich finde, Ärzte so. Brauchen wir auch mehr. Die Ärzte knapp, das ist echt ein Problem. So, könnt ihr mir nicht jetzt mal... Nicht lustig. Antworten? Doch, schon ziemlich lustig. Gold oder eher Eisen oder... Iridium. Ja, toll, ich fahr jetzt nie in die Wüste. Spring mich hier nochmal um. Dann nimm irgendwas, dann ist es egal.
Achso, du willst wieder Bürste. Ich habe eine Tigerforelle mit 33 cm Länge gefangen. Ja, dann go for it und gib ab. Ich glaube, die kann man sogar abgeben. Es gibt einen Nachtmarkt, der geht 3 Tage lang. Den kenne ich gar nicht. Ist das neu? Keine Ahnung. Es wurden ja auch jede Menge Sachen neu eingeführt. Oh Gott! Ach, der Fisch hier. Oh Gott, Fisch! Die kriege ich nicht. Der ging ja mal ab wie Schmitz Katze, ey. Das ist wieder so einer. Pass auf, dass du nicht auf dem Eis auf. Ja. Au. Wurde ich geschlagen. Richtig so, immer drauf. Immer drauf, hat die Lumi gerade gesagt. Oh Gott, den Fisch kriege ich nicht, der ist zu heftig. Keine Ahnung, was ich da machen müsste. Ach so, im Bett? Das wird geil. Bitte was? Nur ein verlorenes Buch gefunden. Die Bücher finde ich gerade in einer Truhe, ich weiß auch nicht. Ich glaube, die kann man doppelt finden, oder? Nein. Ich sag mal so, im Winter ist es auch einfacher, die Würmchen zu sehen. Wo haben wir denn hier schöne schon an Büchern? Nahrungssuche. Die örtlichen Wälder und Berge sind großartige Plätze, um wildwachsende Erzeugnisse zu finden. Ach nee. Guter Sammler entfernt alles Unkraut, Stämme und Steine von diesen Gebieten, damit sich das Obst und Gemüse frei entfalten kann. Aha. Sammlerexperten kennen auch die geheimen Kultiviermethoden, wilde Pflanzen auf dem Hof anzubauen. Ist das nicht fantastisch? Super. Der Fischer Akt 1. Text: Gordi, wie fängst du so viele Fische? Ich brauche immer so ewig. Gordi, du musst dich dazu entscheiden, ein wahrer Fischer zu werden. Und mit Zeit wirst du immer schneller. Text: Du sagst also, wenn ich meine Fischerfähigkeiten verbessere, brauche ich nicht mehr so lange? Gordi: Korrekt. Irgendwann lernst du vielleicht sogar deine eigenen Fischköder herzustellen. Dann bist du bald ein wahrer Meisterangler. Jetzt ab mit dir. Okay. Interesting. Ja, ja. Ich hatte eine Stechpalme. Eine Stechpalme? Ja. Das sieht aber nicht aus wie eine Stechpalme. Aber ich habe jedenfalls eine Stechpalme gefunden. Die Stechpalme habe ich auch schon gefunden. Aber das sieht nicht aus wie eine Palme. Ich sollte immer, wenn ich im Ort unterwegs bin, Sachen dabei haben, verschenken. Das ist irgendwie eine Tragödie. Man sieht so viele und verschenkt nichts. Oh. Immer einen Amethysten für Abigail dabei haben. Du willst doch die Abigail. Ich will sie dir ja nicht wegschnappen. Habe ich auch zu mir gesagt, nicht für dich. Ach so. Ich dachte, du redest mit mir. Vielleicht und nicht mit dir selbst, wenn andere Menschen. Ich rede auch gerne mit mir selbst. Na dann. Aber ich rede auch mit dir manchmal, wenn ich Lust drauf habe. Und du lieb bist. Aber Lumi ist meistens lieb. Ja. Merke ich, wie gesagt, meistens. Lumi ist immer lieb. Nein. Na. Das L in Lumi steht für Liebe. Und das U steht für ungezogen. Das M steht für... Ja, masochistisch. Das ist schon mal gleich gar nicht, aber... Das würde ja bedeuten, dass wir sie hauen sollen. Das I steht für... Inkompetent, auf jeden Fall. Ich will dafür, das I steht auf jeden Fall für inkompetent, ja. D steht für doof. Nee, das nicht. Doof ist es nicht. Na, danke. Nur durstig. Dick. Dick bin ich auch nicht. Das K steht auf jeden Fall für Kompetenz. Ja, das A für asozial oder was? Und jetzt möchtest du darauf hinaus, dass in meinem Nicknamen kein K ist, ne? Vollkommen korrekt. Aber Felix hat es nicht verstanden. Felix hat sich verstanden, ja, aber ich hab's verstanden. Recht, ja. Ich wollte die Hühnchen kaufen, nicht Volltrottel. Ich werd von Fledermäusen gejagt. Hat jetzt irgendjemand von euch mal so eine Eiswurzel gefunden? Ich finde nämlich keine. Ja, bin ich schon eine Eiswurzel? Alter, grad noch so, ey. Moment, warum steht denn hier eigentlich noch ein Mais bei uns rum? Bei uns steht Mais rum. Bei mir steht noch eine einzelne Maispflanze hier rum. Pyro. In dem Kaufmannbeutel ist nichts. Warum steht hier eigentlich Mais rum? Genau. Und warum hast du eine Maske auf? Warum steht hier eigentlich bei Mais? Das ist schon zum dritten Mal in diesem Falsches Bild. Zeichenabfolge, genau, Felix. Oh, ich keine Eiswurzel, das ist voll ätzend. Pyro. Die findest du irgendwann auf dem. Ich wollte es jetzt direkt abgeben, damit wir pflanzen können. Pflanzen? Pflanzen kannst du im Frühling. Ja, nein, im Winter. Ja. Scheiße, es gibt doch hier dieses nicht Bündeltier, warte mal, was ist denn das? Was Bündeltier?
Hier, bündeln, sammeln, Winter. Und da gibt es die Schneesüßkartoffel, so richtiges Talfrucht, die Schneesüßkartoffel und den Krokus. Und ich habe jetzt das kannst du alles draußen sammeln. Genau, und die Schneesüßkartoffel finde ich einfach nicht. Wenn du die gefunden hast, dann kannst du auch Winter sammeln. Du hast ja genug Tagezeit. Pflanzen. Ich wollte es direkt machen. Oh, was Ungeduldiges. Wo ist denn das Holz? Wo ist denn unser Holz hin? Hast du denn unser ganzes Holz mitgenommen, Lumi? Kann das sein? Kann sein, ja. Sorry. Ja, es kann sein. Sorry. Sorry. Ich wollte nämlich gerade was basteln, was nicht mehr geht. Entschuldigung, ich habe das ganze Holz mitgenommen. Mau. Mau. Und was ist denn hier für ein Riesenvieh? Was fliegt denn hier? Was? Jetzt habe ich das Schneesüß. Ich habe eine Schneesüßkartoffel. Was ist denn das was ist denn das hier für ein Flatterviech? Wo fliegt das hin? Eine Fledermaus vielleicht? Nee, das war was Größeres. Ich habe nur einen Schatten gesehen. Ach so, das war ein Adler oder ein Vogel. Ist nie bedrohlich. Das war eine Eule, aber gut. Oder sowas, mein Gott. Alles das gleiche. Adler, Vogel, Adler, Eule, Flugzeug, alles das gleiche. Dann halten Uhu, mein Gott. Uhu, Uhu. Schuhu. Das Radler fängt an zu wirken. Ich trinke zu selten Alkohol. Was denkst du, was passiert, wenn ich jetzt Radler trinke? Bitte was? Jeder gute Trinker weiß, dass man vorher sich eine Basis anessen muss. Ja, das erklärt sich. Ich habe Hunger. So, Lumi, gibst du mir jetzt mal das Holz? Ich wollte was bauen. Oh, Entschuldigung. Warte, ich laufe wieder zurück. Yay. Sie holt kurz was. Ja, nee, sie wollte eigentlich zum Gemeindezentrum, aber ich mache jetzt erst das Holz, damit der arme Ben was bauen kann. Ganz schön. Also, brauchst du eine Truhe, Ben? Ja. Ja. Da, was denn sonst? Hat mir nicht... Kostet das so viel Holz? Krass. Hey Magmoppy, Magma Magmoppy, hey Magmoppy, Magma Magmoppy. Es ist so schlimm, es gibt eine Grufti-Band, die nimmt die Nationalhymnen von verschiedenen Ländern und verändert die so ein bisschen in so eine Moldua-Art und singen dann irgendwas, was passend ist zu diesem Land. Und ich habe dann ständig Ohrwürmer momentan von so leicht verzerrten Nationalhymnen im Kopf. Ich kenne bloß Eisenfunk und Pong. Ich dachte von so leicht verzerrten Nationalstolz. Ja, das Schlimme daran ist, dass das ist eine slowenische Band und bei der deutschen Version nehmen sie natürlich auch eiskalt die verboten ist. So, das heißt, immer kommt jetzt momentan auch die Das erkennst Zeit du doch gar nicht, die Melodie ist doch für alle die gleiche. Nicht die Melodie, sondern den Text. Da nehmen sie auch den Text. Nicht verboten. Was ist denn das dann? Die ist, es wird für offizielle Anlässe wird halt nur die zweite Strophe verwendet und nicht die dritte, aber verboten ist sie nicht. Andersrum, die dritte wird verwendet, aber die erste und zweite nicht. Hm. Oh, dann halt so rum, warum? Wir reparieren was im Haus, ich hab eine Sequenz. Warum tust du es dann trotzdem falsch sagen? Wir haben leider keine Sequenz, Lumi. Geh kurz Pipi, ich sag nur 10. Du bist ja mal ins Haus. Also, du wirst wieder dezent im Haus einschlagen. Wie cool. Ein bisschen Brombeergelee mit, da kann ich das. Die anderen zwei Sequenzen habt ihr gemacht, ohne dass ich zugeguckt habe. Da hängen nämlich schon 2 Sterne. Jetzt könnten wir das auch mal. Oh, die andere Sequenz habe ich, glaube ich, fast alle ich gemacht, wenn ich mich nicht irre. Siehste, jetzt darf ich auch meine haben. Ja, ich habe ja auch nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wir haben leider keine Sequenz. Ich habe nicht gesagt, dass das an dir liegt. Das war so vorwurfsvoll. So, wir haben leider keine Sequenz. Oh, das eine folgt mir hinterher. Wie süß. Oh, ich muss ins Bett. Das ich komme schon. Oh, ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Das wird knapp. Wenn ich jetzt eine Spinne als Reittier hätte, würde es laufen. Das stimmt, weil da wärst du schneller. Ja. Da könntest du dich vor allem von Baum zu Baum hangeln. Oh, scheiße. Oh. Renn, kleine Lumi, bist dann überall alles voll weißen Netzen, Bär. Renn, Lumi, renn. Ja, so wie Bright Broodmother in Dota. Renn, Lumi, renn. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, ich bin zumindest schon mal im Haus. Bitte. Ja. Sehr schön. Kratz, 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 kratz. Guck mal, jetzt hast du auch eine Sequenz, oder? Mhm. Das sind die Nachtsequenzen, die haben wir immer alle. Jetzt ist also die Brücke fertig. Die Brücke ist fertig und die Mine ist offen. Hä, schon wieder? Ach, Viehzüchter hatte ich ja vorhin doppelt quasi. Wilde Saat Sommer.